Und damit ein herzliches Hallo an euch da draußen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge The Forest. Oder wie Jan auch gerne sagt, dem Baumfäller Simulator 2017. Ja, den Holzfäller-Simulator. Holzfäller-Simulator, genau. Heute haben wir was Besonderes. Was machst du da? Versteckst du dich? Ja, ich will nicht, dass du mich zeigst. Achso, bisschen scheu Ich will heute. nicht gesehen werden. Okay, also wir haben heute was Besonderes vor, was besonders gruselig ist. Ich meine, es war ja schon hin und wieder echt gruselig, zumindest für meine schwachen Nerven. Heute wollen wir in den Krater. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, aber wir hatten mal eine Zeichnung gefunden und da war ein riesen Krater drauf. Also so ein riesen schwarzes Loch und drumherum waren Bäume, die so einen Wald symbolisieren sollten. Und damit war so ein riesen Krater jedenfalls gemeint. Und den haben wir gefunden. Und da sollen ordentliche Sachen drin lauern. Und ich würde sagen, den erkunden wir heute mal ein bisschen. Wie ihr seht, sind wir in unserer alten Hütte, wo wir damals ja, uns so ein Häuschen gebaut haben, die wir den Eingeborenen geklaut haben. Ja, wo wir das Dorf einfach beschlagnahmt Hast haben. du überhaupt schon Hallo gesagt? Ja, hallo. Hallo, gut. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich trinke noch eine Jupp. Soda Can hier. Ich werde noch mal kurz hier die Fackel anzünden. Und wir haben ja nach diesem Loch schon mal Ewigkeiten gesucht zwischendurch. Und es nicht gefunden. Genau. Dabei ist immer, ne, Durch Zufall ist sind wir immer dann näher irgendwie als man drauf denkt. gestoßen. Hier ist es nämlich. Nein. Tada, der Riesenkrater. Spaß. Doch nicht. Da War waren wir nicht, schon war drauf. das nicht das noch? Nee, das war's nicht. Ich Seht ihr mix meine das Rüstung? immer. Ey, ich bin richtiger Superman mit der Rüstung. Ich glaube, mich kriegt hier keiner platt. Das ist eine Knochenrüstung. Übrigens. Ich hoffe, die hält mehr aus. Ich habe keine Ahnung. Führ uns mal dahin zum Krater. Du stehst genau davor praktisch. Ja? Ja. Ach ja, da, oh Gott, ich dachte, das wäre das Meer. Nee, Ich kann, ihr nee. könnt so, tada, Leute, das ist der Riesenkrater. Wahnsinn, oder? Heftig. Jetzt So habe ich ein bisschen die Spannung impressive. weggenommen, weil ich eben schon davor stand und das gar nicht gemerkt habe. Macht nichts. Die Macht Frage ist nichts, jetzt nein. nur, was jetzt wirklich interessant wird. Ja. Wie kommen wir in das Scheißding rein? Das Wir haben ist ja so jetzt hier ein, die wir haben einen Frage. Geheimtipp bekommen, dass man auf eine ganz spezielle Art und Weise reinkommt. Wollen wir es ausprobieren? Einfach runter droppen. Ja. Ich mach's einfach mal. Ich hoffe nicht, dass ich dann tot bin, weil Oh dann Gott, wäre wo meine bist du? ganze Rüstung weg. Wir haben so viele Eingeborene gekillt. Ey! Hier ist wieder jemand. Ich spring einfach mal rein, bevor der mich hier packt. Jo, mach das. Und. Oh, Oh, fuck, Alter. Scheiße. Das sieht nicht gut Shit, aus. shit, shit. Zack, tot. Ich glaube. Ja, ich bin tot. Ah, du wirst nicht angezeigt als. Scheiße, bestimmt weil ich auf die Ecke geknallt bin. Solches. Doch, jetzt wirst du angezeigt als tot. Scheiße. Ich habe irgendwas falsch gemacht. So ein Dreck, Alter. Das kann doch Das nicht wahr sein. lief ja Oh, wunder, warum, seit wunder. wann habe ich solche Wurstfinger? Guck mal die linke Hand da an, ey. Ist ja Das sehe ich leider nicht. brutal. Bestimmt ein Aber bisschen da ich. angeschwollen vom Fall. Es gibt auch irgendwie so eine spezielle Action, die passiert, wo man in die Höhle irgendwie reingebracht wird oder irgendwie sowas. Ja, wenn man reinjumpt, ne? Ja, ich weiß nicht, Bist irgendwie du nicht sowas. gesprungen? Nee, aber ich versuche da runter zu kommen, um dich zu reviven. Ich suche gerade, wo der beste Weg ist, wo ich hier runter glitschen kann. Runterrutschen. Ja, runter glitschen passt durch besser. Wie viel hast du noch? Wie viel Zeit? Ich habe noch mehr als die Hälfte. Wie werde ich sterben? Mehr als die Hälfte, alles klar, ich gebe Gas. Ich komme jetzt einfach hier irgendwo runter, ist egal wo. Ich versuche hier so am Rand so ein bisschen runter zu rutschen. Er macht das jetzt, In ist der Hoffnung, ungefähr dass die es klappt. Hälfte der Zeit vorbei. Zack. Wow, fast tot. Nee, Medizin. Geil. Warte mal. Hier ist ein Symbol in der Luft. Ich weiß nicht, was das Symbol anzeigt. Ob das heißt, dass man hier runterspringen kann? Warte mal, das ist ein ganz komisches Symbol. Könnte auch eine Pflanze sein, die einfach in der Luft ist, weil die noch nicht so, weil das Clip noch nicht so ganz funktioniert. Okay, ich bin jedenfalls gleich weg. Ja, ich auch. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden, da Ey, reinzukommen. das darf doch nicht wahr sein, meine ganze Rüstung, ne? Die ganze Arbeit. Ja, Ja, das ist natürlich das war's ärgerlich, dann auch das schon mit der Folge. ganze Nee, egal, Inventar. dann gehen wir Wir sind ohne ja Rüstung hin. rein. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das Loch war, es war wirklich mega Ja. spannend mit dem, Aber der Freefall sah auf jeden Fall gut aus. Gebt uns einen Daumen dafür hoch. Bis zum nächsten Fuck, ey. Mal. Haut rein. Bist du tot? Nee, oh, ich bin tot. Ja, Ich bin im gut, dann Flugzeug drücke jetzt ich wieder. jetzt, presse ich jetzt auch mal I. Da, seht ihr meine schöne Armor? Alles für den Arsch. Okay, Part 2 der Historie. Wie kommen wir in den Krater? Wer war das? Wer war was? Da Was hinten meinst du? rennt so ein Eingeborener rum. Da unten, Oh, ja, da unten er ist kommt alles voll. angejumpt. Die ignorieren wir einfach mal. Mit Hilfe nach dem Knopf Boah. hier. Bin gar Wollen wir nicht so leicht, weiter? die zu ignorieren. Start mit dem Failen.
Ich rutsche mal langsam runter, ich kann das eh nicht beeinflussen, ich rutsche gerade sowieso automatisch. Ja, ich komme. Nein. Bei ihm würde ich gerne mal hier runterschmeißen. Oh, oh. Okay, ich dürfte schon mal runter. Zack, alles gebrochen, ich lebe noch. Ich lebe immer noch. Ich bin mir auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man schon dieses Loch überhaupt betreten kann, ob das schon von der aktuellen Version überhaupt schon so ist, dass man hier überhaupt rein kann. Das, oh scheiße. Das weiß ich auch nicht. Ich hätte mich mal vorheilen sollen, ich habe vergessen mich zu heilen. Bist du tot? Schritt. Ja, liege ja. Weil ich mich nicht geheilt habe zwischendurch. Wo bist denn du runtergegangen? Genau da, wo ich liege. Genau an der Stelle. Versuche ich auch mal da runter zu gehen. Muss auch nochmal kurz eine Beere essen. Aber ansonsten ist nicht schlimm, ansonsten spawne ich nur am Flugzeug, sammle die ganzen Medikamente ein und dann lässt mich einfach liegen da. Ich glitsche gerade, glaube ich, runter, wenn ich liege. Ich falle immer tiefer. So eine Scheiße. Lass dir Zeit, lass mich einfach runter glitschen. Ja. Weil wenn die Dings abgelaufen ist, dann starte ich halt beim Flugzeug neu. Das ist alles halb so wild. Hauptsache mein Körper ist ganz unten angekommen dann. Ich brauche unbedingt Metz nämlich. Scheiße, ich rutsch weiter. Ich rutsch wieder ein Stückchen tiefer hier. Ich kann es nicht verhindern, ich kann auch nichts machen. Irgendwie der rutscht von alleine mal weiter. Covered in blood. Wash it off to avoid infection. Als ob das jetzt noch wichtig wäre. Wow, find some Metzen, sagt er mir. Diese weisen Sprüche. Wo rutsche ich denn hin? Rutsche ich bergauf? Kannst du mich sehen? Ja, ich bin jetzt da. Rutsche ich von dir aus gesehen auch runter? Ach, da bist ja, du bist immer weiter runter gerutscht. Oh, nice, danke. Jo. Voll gut, wir sind sogar fast unten. Yes. Hier weiter oder wo? Warte, ich muss kurz Metz. Ich hab fast all meine Metz verbraucht. Ja, tust du auch. Lass mal kurz gucken, wo es am besten ist. Kann man bei dir gut runterkommen? Wir gucken mal, auf der Seite hier. Oder nicht? Ich mal eins. Vor allem, wer weiß, was da unten noch lauert. Und jetzt sind wir ohne Metz. Nein, ich bin runter. Okay, alles klar, sicherlich. Ich bin runtergerutscht. Tot schon wieder? Nee, ich lebe noch. Hier tut's auf jeden Fall ziemlich weh. Ey, ich bin auch mega gespannt, was da unten ist. Ja. Mega. Auf jeden Fall sind da ein Haufen eingeboren unten. Das ist schon mal ein Fakt. Das Echo, wenn man da runterfällt. Wenn er sagt. Also ich hab jetzt echt ernsthafte Probleme, weil ich habe gerade meinen letzten Metz gegessen. Shit. Und scheiße, okay, das war's. Ich habe keine Metz mehr und hab noch die auf der Leben. Dann jump ganz runter, dann belebe ich dich gleich unten wieder, weil ich bin gleich unten. Versuch so weit wie möglich runter zu springen. Okay, ich warte, ich versuche die. Na, wow, alles klar. Ja, okay, gut. Ich hab's versucht. Vielleicht glitsche ich von hier aber noch ein bisschen runter. So, jetzt habe ich auch keine. Ganz fuck, easy. Ey. Ich rutsche langsam runter. Ja? Ja. Oh nein. Von hier komme ich nirgends lang, oder? Shit. Ich sehe auch nichts mehr. Ich will gerne. Wenn ich wenigstens meinen Kopf nach oben heben könnte, weißt du, weil guckt nur seine scheiß Hände an. Ich kann nichts sehen. Gar nichts. Außer Wurstfinger, aber richtig heftige Wurstfinger. Richtig fette Wurstfinger habe ich auch vorhin. Vor allem die linke an, weißt du, dass er bei die Tür eingeklemmt hat, ey. Ja. Ich glitsch runter. Shit. Ich glaube, mir fehlt ein einziges Matt, dann hätte ich es geschafft. Mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, ich glaube. Ja! Geil, hast du geschafft? Alter, ja. Oh, ich sehe nichts. Naja, so gut wie. Ich will auch dabei sein. Scheiße, eine Etappe fehlt hier noch. Etappe, oh. Entschuldigung, Etappe. Attrappe. Aber ich will hier ehrlich gesagt gar nicht runter, wenn ich sehe, wer da unten lauert. Nee, ne? Ist doch der Und wir wollen in die Höhle rein. Nein! Oh, scheiße, ey, was Liegst ist du? Das? Ich bin durch die Welt. Siehst du, wo ich. Siehst du, guck mal meinen Namen an. Kann ich nicht sehen, ich sehe nur meine Brustfinger. So, jetzt. Versuche in den Krater reinzukommen. Der 187.000. Gefühlt. Ja, und damit auch der letzte Versuch. Ja. Was ist denn das da? Das sieht aus. Sollten wir es jetzt nicht schaffen, soll das ein beenden wir die Folge. Schleier sein? Und löschen alle Videos, die wir davon bisher jemals uploadet haben. Löschen das Spiel, löschen den Kanal. Und installen.
die Computer. Dann geben wir es einfach auf. Das Spiel hat uns in die Knie gezwungen. Noch nicht, noch nicht. Natürlich nicht. Wir werden niemals aufgeben. Wir werden euch zeigen, wie es da unten nämlich runtergeht und wie es da drin aussieht. Das ist unsere heilige Aufgabe, die wir uns jetzt gesetzt haben. Und das schaffen wir auch. Egal, was wir dafür in Kauf nehmen müssen. Wir machen alles für euch. Selbst wenn wir uns alle Beine brechen. So, ich gehe schon mal wieder rein, ja? Ich versuche schon mal wieder runter zu kriegen. Jawohl, ja. Wo war denn... Ah, die Eingeborenen sind hinter mir. Wo ich sehe, ich da nur runterdroppen, das sieht nicht gut. Das sieht überhaupt nicht gesund aus, vor allem, ey. Aber er schreit mich da an. Pass auf, das ist alles voll da oben. Jo. Ah, der ist nämlich drüber gesprungen, der wäre fast den Abhang runter. Oh, das wäre so ein Traum gewesen. Das wäre geil gewesen. Hört doch auf, ich muss jetzt schon die ganzen Medikamente verbrauchen, weil diese Idioten mich traktieren, ey. Oh, und ich habe keine Ausdauer mehr, dieses Spiel. Das ist so. Jump hier gleich wieder runter in dieser Ritze. Einfach reinjumpen. Mm. Hab ich auch gemacht, als sie hinter mir her waren. Nee, ich versuche hier wieder was zu finden. Nein! Oh, ich wäre fast runtergerutscht. Nein, ich bin richtig. Ich liege in dir. Genau. Pass auf, geh nicht weiter. Beleb mich erstmal bitte wieder. Ich bin froh, dass du überhaupt hier warst. Weil ich habe nichts gesehen. Bei mir ist alles schwarz hier drüben. Ich sehe nichts. Echt? Ja. Diese Seite hier ist gerade im Schatten. Bei mir, die ist komplett black. Richtig Lunge hier rum. Genau die falsche Seite. Oh geil, du hast meinen Sprung abgefedert. Echt? Das sollen wir vielleicht mal im Wechsel machen. Nein, du schießt mich runter, nein! Nein, du hast mich blockiert. Lebst du noch? Du hast mich runtergeschubst, Mann. Wir sind ineinander geglitscht. Ich habe nichts gemacht, ohne Witz. Alter Schwede, ich stand hier. Und einmal kommst du, ich sehe nur dich, wie du da lang gehst. Oder wie du, wie deinen Arm sehe ich. Und ich werde langsam runtergeschoben. Aber ich hab's überlebt, ey. Krass, vor allem eine gute Position. Ich glaube eigentlich, man kann hier nicht runtergehen. Das ist nur, wir glitschen hier nur runter. Das ist nicht dafür gedacht, ne? Nee, ich glaube, man soll hier nicht reingehen. Ich glaube, wir kommen hier eher durch die Höhlen rein, vermute ich mal. Irgendwo gibt's ein Höhlensystem, was hier reinführt. Aber es haben schon welche geschafft. Es haben schon welche geschafft. Dann werden wir auch dazugehören, auf jeden Fall. Alter, ich wäre fast gerade runtergefallen. Dann werden wir es definitiv auch schaffen, wenn es nicht machbar ist. Oh Gott! Okay, noch ein Metz übrig. Dort sind meine Klamotten. Ich wage es jetzt nochmal hier runter zu gehen. Du kannst auch auf mich warten, weil ich kann dir noch was abgeben. Nee, alles gut, ich versuche jetzt hier runterzukommen. Ist volle Kanne, ich gehe jetzt volles Risiko an. Full Risk. Hier, 4 Metz habe ich noch. Hier hab ich noch. Shit, das letzte war das. So. Also ich bin unten, aber habe keine Medikamente mehr. Das ist jetzt irgendwie so eine. So gemischte Gefühle, würde ich mal sagen. Dangerous. Alter! Der Fette wirft sogar mit Steinen auf dich. Ja? Mhm. Und ich würde gerne. Hast du irgendwie gefährlich. Dynamit oder Molotovs dabei oder sowas? Molo, ja. Soll ich. Ich kann nee, nicht von da oben, sehen. Komm erstmal tiefer. Wir sehen auch noch gar nicht von hier. Probier's einfach mal hier. Ich weiß nicht, ob du auch hier lang bist. Ich bin hier drüben. Ja, genau. Scheiße, was kann ich mal machen? Kann ich Geld essen? Hier, ich kann Soda trinken. Ich esse ein paar Riegel, die füllen ja auch ein bisschen Leben auf. Das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich wieder halb voll meine Leben. Besser als gar nichts. Aber ich würde die gerne irgendwie weglocken hier. Ich würde gerne meinen Koffer da unten rein. Ey. Leute. Macht mir Kummer, macht ihr mir. So, hast du keine Mollus? Nee, ich habe gar nichts. Mein Inventar liegt nicht da unten. Ach so. Stimmt. So, jetzt habe ich aber auch gelernt, wie man die macht. Man zündet den nämlich erst an. Und dann ein meisterhafter Wurf. Wie er rennt. Aber er brennt nicht, ne? Doch, da drüben ist, glaube ich, der mit ganz vielen Beinen. Wieder. Ach doch, er brennt doch. Geh nicht runter. Nicht, geh nicht runter, ich gehe rüber. Oh, er ist richtig aggressiv. Wir hören hier rumröcheln. Können wir hier einen nach dem anderen hochlocken vielleicht? Oh, hier ist ein See, da müssen wir gleich mal runtertauchen. Nein, oh shit. Fall nicht runter. Nee, ich hab's vergessen anzuzünden schon wieder. Hast du den ohne geworfen oder? Hä? Hast du schon geworfen? Ja. Ach, schade. Ich hab mehrere, wieso? Brauchst du was? Nee, brauche ich nicht. Aber ein nicht angezündeter ist ja ein verschwendeter. Ja. Deswegen. Weil ich hatte nämlich gar nichts. Ich kann dich nicht unterstützen, weil mein ganzes Inventar da unten nicht, nämlich deswegen. Komm mal hier, wenn du dich hier rüberziehen kannst, ein bisschen hier die Aggro hier locken kannst, dann kann ich mein Inventar schnell einsammeln. Ich mach's mal kurz, ja? Volles Risiko. Oh Gott, Alter, ich springe schon hinterher. Inventory, schnell sammeln ein. Yes, ich hab's. Sehr gut. Bye, bye.
Komm wieder hier hoch, wenn das geht. Nee, ich glaube, es geht nicht. Ich komm hier lang, ich schmeiß hinter dich einen Mollo. Ich will nicht noch mehr hoch. Oh, warte mal, hier kann ich wieder hochjumpen. Ja, doch, hier komm ich hoch. Ja, sehr gut. Hey, was war das denn? Hier komm ich hoch. Warum ist das nicht explodiert? So, pass auf, ich mach mir so ein paar Fackeln und werde dir helfen, indem ich dir unten mit Fackeln vermöbel. Okay. Klatsch. Gibst du mir Deckung von oben? Ich mach diese kleinen. Die kleinen Missgeburtenhelfer hier kaputt. Okay. Der Dicke muss doch schon. Der hat drei Mollos abbekommen von mir. Stirbst du mal bitte? Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft, ne? Wir sind unten. Ja. Ich würde mal sagen. Alter, da ist die Frage, wie lange wir durchhalten. Oh nein, ich komme nicht hoch. Guck mal da hin, siehst du die Fetten? Hast du die schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Da ist auch einer mit ganz vielen Beinen mit dabei. Der auch noch? Ja. Den wir mal am Wasser gesehen haben? Ich glaube, ja. Zumindest sieht der eine so aus. Alles voll mit schnuckeligen Mutanten hier unten. So cute down here. So, fuck, wie angezündet? Oh, da, von da aus können wir. Oh shit, er ist hochgekommen. Er kommt hoch. Oh Gott, Alter, was macht der für einen ekligen Soundeffekt? Boah, ist der richtig widerlich. Ja, er ist tot. Sehr gut. Ich muss immer Stock vermöbeln, weil ich habe nämlich keinen. Jo, sehr geil. Ich muss mich eine neue Fackel bauen. Boah, das war echt knapp, danke. Ich habe noch Medikamente hier, ich kann ja eins geben. Ist hier Dynamit, Alter? Warte, ich habe Metz 2. Was ist das? Nee, das sind diese Leuchtfackeln, die schleißen das. Flair. Lass uns den ganzen Shit hier unten einsammeln. Und lass uns vor allem die Typis verbrennen. Haben wir genug so dabei, um Feuer zu machen? Damit wir uns eine Bohnenrüstung machen können? Wenigstens ein bisschen. Aber ich habe gar nichts mehr. Ich habe wieder Leben und Bohnenrüstung. Ich habe vergessen, Äste mitzunehmen. Ich habe nicht einen einzigen. Shit. Egal, macht nichts. Wir werden das so weiter erforschen hier. Wir finden schon noch heraus, was dieses Loch hier uns sagen möchte. Er baumelt hier. Ich leg ihn mal. Wollen wir den Rest zerstören oder wollen wir. Ich würde mal gerne in den See hier reintauchen, aber das Licht ist gerade mehr als beschissen. Ja, wer weiß, wie tief das ist. Man sieht auch nicht, die springen trotzdem mal rein. Naja, das kannst du vergessen, es ist eine schwarze Suppe hier unten drin. Verdammt. Aber ich möchte wissen, was hier unten drin ist im See. Alter, hier fallen ab und zu Steinbrocken runter. Echt jetzt? Ja. Ach so, ich dachte, der Fette mit seinen ganzen tausend Armen, da der Klapperklaus hat die geworfen, dachte ich. Ne, die fallen von oben runter. So. Okay, wollen wir uns um den Fetten da kümmern? Ja, aber du meintest, da ist noch eins mit ganz vielen Beinen. Dachte ich, aber war wohl doch nur der Fette. Das sah von oben so aus, von meiner Perspektive. Oh, da hab ich mich wohl getäuscht. Ich mach mal ein paar neue Mollos. Da fallen auch Brocken runter. Okay. Pass auf, shit, Alter. Oh, what the fuck? Alter, hat er mich gerammt. Alter Schwede, hat mich auch erwischt. Vorsicht, ich komm irgendwo hoch. Geh da weg, geh weg von ihm. Wir können kein Mäuse werden, warum stehst du direkt vor ihm? Sehr gut, entferne dich bloß von ihm. Oh, ich kann mich gar nicht umdrehen, ich drück L. So. Wir müssen warten, bis er wieder ausgebrannt ist. Wer wirft jetzt? Ich werfe, ja? Alter, er hat mich erwischt. Hä, mich auch? Liegst du auf dem Boden? Hä? Er ist weg. Ne, da unten steht er. Ey, vor allem hat mich nicht mehr getroffen. Er ist in deine Richtung gerannt und ich bin gestorben. Shit, Alter. Komm. So ein unlogischer Scheiß, ey. Lauf weg, lauf. Jo, danke. Warte, ich kann nicht laufen. Jetzt. Ah, dieses Spiel ist so dermaßen verbuggt noch einfach. Das ist die Härte. Vor allem, es wird wieder dunkel, ne? Das ist ja. Doch schon was dunkel wird, ey. Alter, wie rast er denn da rum? Hä? Ist er bei mir? Ja, er hat dich erwischt. Aber volle Kanne, ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Wir müssen gucken, ob wir uns irgendwo in Sicherheit bringen können. Ja, jetzt guckt ihr auch nicht die ganze Zeit den Arm an, lauf doch los! Oh, dieser Idiot, jetzt guckt ihr immer stundenlang seine Arme an, weil die voller Blut sind. Aber ich glaube, der Fette, der kann überall hin. Das ist noch so ein bisschen sehr verbuggt. Das ist mehr, dieses Spiel ist mehr als verbuggt, aber es ist ein Alpha. Ich sehe ihn noch nicht, ich drück einfach mal alle Augen zu, die ich habe. Ah, okay, die Herbs füllen nur halb auf, sehe ich gerade. Wo ist er denn? Ich höre ihn nur rumstampfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber lass uns mal was Neues abmachen jetzt. Wir scheißen auf die Viecher. Wir werden uns eh nur drauf gehen, wir haben nicht mehr genug für Eis dabei. Lass uns mal jetzt gucken, wo wir hinkommen, okay? Ja. Lass uns die mal ignorieren. Das wird hier unten, das wird uns hier unser Grab werden, so oder so.
Deswegen lass noch so viel mitnehmen, was hier unten geht, optisch, damit wir wissen, worauf wir uns hier einlassen. Danke, Spiel. Also kann das Molotow-Cocktail in der Hand explodieren, wenn man es zu lange anhat? Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Du kannst sie jetzt herausfinden. Ey, ich finde es aber auch so scheiße mit diesen Tag-Nacht-Zyklen, ey. Hinter dir. Das ist sofort wieder Nacht, ey. Da ist er, genau, doch. Dann war es so einer, okay, dann war es nicht der mit den ganzen Weiter Beinen, geht's, fuck, hier ist noch einer. Shit. Wo müssen wir denn lang? Alter, er hat mich weggestompt. Ich hab keine Ahnung, wo lang müssen, weil ich sehe auch nichts leider. Wir hätten zu der Höhle, zum Loch in der Mitte gemusst. Genau, bloß hier, ist her, das Loch in der Mitte. Alter, komm her. Ja, ich bin hinter dir. Hast du gesehen, wie das Tor aufging? Ich hab's gesehen, deswegen gehen wir auch ganz schnell jetzt rein. Oh, fuck, erst brauche ich eine Waffe. Bloß rein da. Warte. Ah, shit, ich kann nicht laufen. Ich hab mich verklickt. Wähl mal eine Waffe aus. Nimm das Funkgerät aus der Hand, bitte. Warte, ich bin gerade so aufgeregt, da waren diese Drecksviecher waren hinter mir. Okay, komm hier rein, hier kommen sie nicht hinterher, nämlich. Okay, ja, dass hier reingehen jetzt. Oh. Unsere einzige Chance zu überleben. Ja. Ist tiefer in den Schlund der Höhle zu kriechen. So, jetzt ein bisschen geruckelt, aber wir sind drin. Oh Gott, ey, worauf haben wir uns da jetzt wieder eingelassen? Schicke Haare, ey. Nicht schlecht. Hier mal kurz ein bisschen mehr Licht. Cool, wa? Auf jeden. Und ich wette, jetzt finden wir den Ausgang, weißt du, wo wir einfach nur aus der Höhle wieder rauskommen. Das war. Ih, was ist denn hier los? Wo wir schon waren, ne? Ja, garantiert irgendwie sowas, ey. Ach was, hier, guck mal, eine kleine Mauer. Ich würde auch sagen, wir versuchen mal demnächst, Ne, hier waren wir noch nicht. Ne, waren wir garantiert noch nicht, ne. Ein Akt der Balance. Klick. Kerzen. Ich würde schon gerne mal da runterspringen. Ich würde gerne, einfach nur, weil ich wissen will, was das da unten gibt. Da ist über Licht nämlich unten. Ja. Da hat sich's sehr gemütlich gemacht. Könnte sein, dass wir da unten vielleicht mal waren und dass da... Das Dynamit war oder so? Sieht so ähnlich aus. Meinst du? Das könnte sein, aber. Bin mir nicht so sicher. Geh mal weiter. Warte, ich muss kurz Fackel anmachen. Hast du gehört? Ist Musik. Guck mal nach oben, Alter. Was ist das denn? Komm mal hierher, wo ich lang gegangen bin. Hier ist ein Kletterseil. Hier kommen wir nämlich noch tiefer. Alter. Krass, ne? Das ist das bei dir auch grün, ganz viele Leuchtstäbchen. Ja, es sind ganz viele diese Knicklichter angehängt worden. Ja. Lass mal ganz runter in den Schlund der Höhle klettern. Weil ich glaube, wir werden hier. Ich weiß nicht, ob wir hier lebendig rauskommen werden. Nee, ich denke nicht. Oh, meine Rüstung, ey. Deswegen werden wir jetzt mal voll riskieren hier. So, wie lange filmen wir denn schon wieder hier? Wo es weiß ich überhaupt nicht, leider. Das hier unten. Ich würde sagen, wir machen nochmal 10 Minuten. Von hier an. Ich weiß gar nicht, ich bin im Wasser übrigens, ne? Ich bin hier gerade mal reingesprungen. Oh Mist, ich auch. Irgendwas muss es hier geben, wenn die so ein Seil nämlich runterführen. Ja. Wo ich friere. Ich noch nicht, komischerweise. Ich stehe wieder am Land. Ich habe keine Ahnung, was hier unten los ist, ehrlich gesagt. Kein Schimmer. Ja gut, jetzt sind wir ganz unten gewesen. Ich glaube, tiefer geht hier nicht, wie es ausschaut. Jetzt nehmen wir den Weg, wo du eben gerade gewesen bist, oder? Und versuchen wieder hochzukommen. Würde ich sagen, ja. Ich muss mal was trinken hier. Bin zwar im Wasser, aber hab Durst. Aber man kann im Wasser das Inventar nicht öffnen. Nee, das stimmt da. Ist ja auch realistisch, ne? Weil dafür muss er immer erst die Decke ausbreiten und so. Ja, so eine Decke erstmal in ein Picknickdeckchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Wasser in diesen Höhlen so tief hier unten, dass es relativ klar ist. Ich weiß ja, nicht, ob es trinkbar ist, aber... Ja, wenn du taust, kannst du auch ziemlich viel sehen. Also sieht auf jeden Fall klar aus. Ja, ich meine, ja gut, es ist stockfinster, deswegen sieht es natürlich nicht viel. Aber Lichter und so erkenne ich. Aber es ist doch alles gesteinsgefiltert. Ich meine, hier ist so naturbelassen. Es ist doch hier keine Verschmutzung, kein gar nichts. Ich weiß nicht, wie die Regenwasser, die Steine damit umgehen. Wenn sind hier Bakterien drinnen?
Naja, könnte ich ja nicht mehr vermuten. Oder mehr würde ich ja nicht mal drin vermuten, ehrlich gesagt. Also, wenn es hart auf hart kommt, würde ich das Wasser hier trinken, ehrlich gesagt, bevor ich verdurste. Ja, ich auch. Meine Fackel ist schon wieder down. Die hat Oh, nicht hier so ist lange Musik so ein bisschen. Lebenserwartung. Hm? Hier ist so ein bisschen Musik gewesen gerade. Bei mir auch gerade. Die irgendwie nichts Guck mal, hier geht's Gutes auf der anderen Seite runter. verheißt. Auf der waren wir nicht. Das ist die andere Seite der Mauer. Wollen wir hier nochmal lang? Weil da unten waren ja. Da sind so ein paar Sachen. Okay, wie Sieht kommen wir da hin? so aus, ne? Hier rüber. Oder von. Hier oben. Hier bei dir. Nein! Alter. Wo denn? Ach Dachte, so. du fällst jetzt Ich runter. bin jetzt hier lang gegangen. Und wir rutschen mal runter. Tausend Wege führen nach Rom. Das stimmt. Und jetzt? Ich glaube, hier ist auch nur Wasser, ne? Hier ist Ich glaube, gar es sind alles nichts. nur eklige Spiegelungen gewesen. Ich glaube, hier gibt es wirklich Ja, nichts. war echt eine Spiegelung. Ich meine, wir müssen erstmal alles durchsuchen, aber gibt es irgendwie elektrisches Licht? Eine Taschenlampe oder sowas? Das wäre einfach mega gut, das zu wissen, ehrlich gesagt. Wenn ich das hier runterwerfe, macht das Licht unter Wasser? Ja, macht es! Die Knicklichter machen Licht unter Wasser, perfekt. Okay. Jetzt können wir mal gucken, was hier unter Wasser so los ist. Und das Wasser ist klar, wenn du mich fragst. Das ist richtig genial hier. Wow, tatsächlich. Fresh! Aber ist nicht besonders. Also nichts Besonderes hier unten. Ich muss auftauchen, ich sterbe. Nee. War gut zu wissen, wie wir Licht machen können, wenigstens. Underwater. Ja, es kommt wahrscheinlich noch. Vielleicht kommt man in diese Höhle wirklich noch überhaupt nicht rein, dass wir wirklich reingeglitscht sind. Das könnte auch sein. Wir sind verbotenerweise hier drin. Die verbotene Höhle. Wahrscheinlich. Ich kletter mal wieder rauf. Steck fest! Oh, was war das? Autsch, ich komme Kollision runter. mit meinem Mikro. Microphone Damage. Ja. So, jetzt geht's mehr. So, jetzt musst du eigentlich auch den Weg gehen, den ich gekommen bin. Hä? Bist du Nee. hochgesprungen? Ja. Wie das denn? Hochklettern, wenn du an so ein bisschen angeschrägten Dingen hochkletterst, also hochspringst. Du musst Leertaste tackern, dann kletter da sozusagen. Okay, bei mir nicht, ich bin leider runtergefallen. Ehrlich? Ja. Tot? Aber ich mach das wieder so, wie ich hingekommen bin, lieber. Gehen bei dir die Fackeln auch so schnell kaputt? Ja, sehr schnell. Dieser Stoff daran sofort weggebrannt. Ja. Aber ist ja auch realistisch. Ja. Aber manchmal halten die länger. Ja, es ist immer unterschiedlich, ne? Hast du mich auch gut gemacht. Erst hier mal länger halten, mal weniger Ja, lang. Moment Das ist wieder so mal. eine eklige Tür. Vor allem hast du es gerade gehört? Sind wir jetzt zurück? Nee, Oh. zum Ausgang sind wir nicht gegangen, ne? Nee, hier geht's weiter. Hast du gerade dein Dings an? Ich hab's aus Versehen gerade in Hand So. genommen, ja. Oh shit, Alter. What? Du brennst auch, glaube ich. Ja, ich brenne auch. Ich muss mal kurz. Ah, geh Ich aus, habe Feuer, keine geh Chance, ich aus. konnte nichts machen. Ich habe nämlich nichts zum Heilen, ich habe keine Heilung dabei gehabt, meine Fackel ist abgebrannt, ich habe nur einen scheiß Stock in der Hand. Oh, Alter, dieses Spiel gibt mir den Rest ohne Witze. Ja, Fuck you. Ah, komm kriegst du mal. die? Ja. Oh, ich bin ganz weg. Day survived 0. Bist du ganz tot? Ja, ich bin gerade ganz gestorben. Ich habe nicht mal die Tastatur angefasst. Nein! Ich konnte dich gerade wiederbeleben, aber dann hat er dich geboxt wahrscheinlich. Fuck, Alter. Vor allem, ich habe nicht mal einen Finger auf meine Tastatur gehabt. Das heißt, ich konnte auch nicht auswählen, irgendwas gedrückt haben. Nee, das ist, wenn er dich nochmal trifft, wenn du auf dem Boden Ach liegst. so. Egal. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Nimm mal Dynamit mit und sowas. Da sammeln alles ein, was da unten Wo ist. gibt's denn hier Dynamit? Nee, was ich habe. Mein Dynamit. Also mein Inventar. Oder kannst du es nicht aufsammeln? Nee, kann ich nicht. Scheiße, dann ist es für immer Du verloren. bist ganz weg. Du liegst hier gar nicht mehr. Ich sehe auch gar nichts. Das ist so ekelhaft dunkel, ey. Scheiße. Ich sehe nichts. Es ist schwarz. Ich sehe nur das Haussymbol von unserer Base. Und die ganzen Flaggen, die wir gesetzt haben. Ja, ich würde sagen, da oben sehe ich deinen Namen. Ich würde sagen, dann endet die Folge auch hier. Hier ist noch eine Tür. Jo. Okay, ab hier gehe ich jetzt Mach nochmal nicht ein weiter. Päuschen. Jetzt kommen hier überall diese Türen, das ist krass. Ey, es wäre so interessant, das mal zu wissen, wie wir da reinkommen. Aber ich denke mal, wir werden in den nächsten Folgen, Leute, werden wir uns erstmal bewaffnen. Wir werden uns das Aber so Katana, wenn wir richtig. suchen. Wir holen uns definitiv das Katana. Wir holen uns die Bomben. Also wir bauen uns die Bomben. Alles. Wir werden uns richtig fett equippen. Aber absolut vom Feinsten. Jawohl. Okay.
Dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn wir nicht weit vorankamen. Aber immerhin wissen wir jetzt, man kann in die Höhle. In der Höhle gibt es einiges zu entdecken. Und einige Leute erwarten einen hier. Jetzt kommt übrigens schon wieder Musik. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao. Ciao.